Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls von Skyrim. Ja, herzlich willkommen in Solstheim. Dort sind wir nämlich im letzten Bad gelandet. Ja. Natürlich außerplanmäßig, aber wenn wir einmal schon mal hier sind, dann machen wir auch direkt mal, beziehungsweise wir versuchen es einfach mal an der Questline Drachenblut. Ja, wir brauchen Informationen über Mirak und der soll sich an einem sogenannten Erdschrein aufhalten. Wo der letztendlich ist, keine Ahnung, vielleicht da oben. Wir schauen uns einfach mal ein bisschen hier um. Vielleicht packen wir mal die Fackel wieder raus. So. Vergesst nicht, wer hier das Sagen hat. Ja, das bin ich, ne? Bei den Göttern, noch ein hungriger Bauch. Ihr habt euch die falsche Stadt ausgesucht, um euch niederzulassen, Fremdling. Danke, danke, danke. Danke der Ehre. Ich will mich hier nicht niederlassen. Ein Tempel. Könnte es sein, dass wir hier tatsächlich noch rein müssen? Zack. Wir schauen jedenfalls mal uns den Tempel mal hier ein bisschen an. Da geht's nach unten. Okay, alles klar. Stehlen, stehlen, stehlen. Das darf man nicht einfach so. Die Frage, was ist das für ein Tempel hier? Okay, hier werden offenbar die Toten verbrannt. Nein, ich will hier nichts einfach so mitnehmen. Schrein von Mephala. Was haben wir hier hinten für einen Schrein? Ist das auch der Schrein von Mephala? Schrein von Azura. Okay, alles klar. Und hier, Schrein von Boetia. Der fällt mir gerade was ein. Ich meine, ich hatte das letzte Mal was von einem Schrein von Azura gelesen. Als wir kurz diese Quests überflogen sind, die wir hier drin haben. Sprich mit Falion, ja, alles klar. Finde den Drachenfriedhof. Die letzte Ruhe. Thermawacht, Kaldur. Was ist hier irgendwas? Leute, Leute, Leute. Ja, ich weiß. Ich bin ein bisschen vergesslich bei den ganzen Sachen. Wobei, ihr vergesst den nicht bei dem vielen... Ja, besuche den Schrein von Azura. Ja, tatsächlich. Wisst ihr was? Wir schauen uns den Schrein von Azura einfach mal an. Wir aktivieren ihn doch einfach. Einfach mal. Was war das denn jetzt? Azuras Segen hinzugefügt. Ja, offenbar war das aber nicht unbedingt das, was von uns erwartet wurde. Verschiedenes. Ja, besuche den Schrein von Azura. Wir schauen mal auf die Karte. Okay, können wir gar nicht. Alles klar, dann ist das wahrscheinlich in Tamriel. Nicht hier. Also in Himmelsrand, nicht hier. Hm. Okay, interessant. Und vielleicht sollten wir auch mal hier schauen. Moment, fertig bleiben. Was? Nee, Moment. Wo war das denn jetzt? Och, Mensch, Leute. Bei Marquis? Ja, hier. Status. Status, hier. Nee. So. Anfälligkeit für Feuer, ist klar, das kommt vom Vampir, ja. Azuras Segen, Magieresistenz, 10%ige Magieresistenz. Ich denke, die lassen wir einfach mal drin. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, aber... Mich interessiert trotzdem, ob wir jetzt hier richtig sind, bei diesem Schrein. Was haben wir denn hier? Die Geschichte von Rabenfels, Leute. Ihr wisst Bescheid, einfach mal auf Pause drücken. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass es auch wieder ein dickeres Buch ist. Ah, so dick ist es gar nicht. Na gut, wir nehmen es... Oh, stehlen. Ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht. Sag ich, wir nehmen es auf jeden Fall mal mit. Jetzt, ja, jetzt haben wir ja gar keine andere Chance, außer es mitzunehmen. Und schauen uns mal hier ein wenig um. Das rote Jahr, Band 1, ja. Ihr wisst auch wieder Bescheid, einfach auf Pause drücken. So. Rote Jahr, Band 2. Könnt ihr euch auch anschauen, wenn ihr wollt. Okay. Weil die Bücher jetzt nicht allzu dick sind. Was haben wir hier? Das Regenerat. Der Fall des Tribunals und der Aufstieg des neuen Dempels. Ja, mit Sicherheit sehr, sehr interessant. Also, ich würde es euch generell empfehlen. Wenn ihr die Zeit habt, lest es euch durch, Leute. So, okay. Es kann auf jeden Fall nicht verkehrt sein. So, wir schließen das aber mal nicht auf. Ältester Othrelot. Ja, wir nähern uns erstmal. Damit wir vielleicht mal hier ein bisschen... Ja, deine Vampirkräfte werden schwächer, wenn du trinkst. Das ist mir auch klar.
Okay, und dann hoffe ich mal, können wir mit ihm ganz normal reden. Seid ihr hier, um zu beten? Oder unserem Ahnengrab euren Respekt zu erweisen? Was sind die Ahnengräber? Dort begraben wir unsere Toten. Es sind heilige Stätten, mit denen wir ihr Dahinscheiden ehren. Leider konnten wir das Ahnengrab unter dem Tempel in letzter Zeit nicht benutzen, also mussten wir die Überreste an anderen Orten bestatten. Das hört sich ja nicht gerade gut an, aber ich meine, Ahnen bestatten und ehren, das ist immer eine schöne Sache. Ja, warum könnt ihr das Grab nicht betreten? Wegen der verfluchten Aschenbrut, diesen Abscheulichkeiten, die sich aus der Asche unserer Ahnen erhoben haben. Sie beschmutzen das Andenken an unsere Vorväter, indem sie ihre sterblichen Überreste entehren. Oha, ich säubere das Grab für euch. Hab Dank, Fremdling. Das wäre wirklich sehr freundlich. Hier, mit diesem Schlüssel sollte sich dessen Tür öffnen lassen. Okay, alles klar. Wir haben definitiv eine Quest bekommen. Säubere das Tempelgrab von der Aschenbrut. Ich denke mal, das werden wir auch direkt angehen, wenn wir schon einmal hier sind. Ich hoffe mal, dass der Tempel auch sich wirklich tatsächlich hier befindet und nicht irgendwo noch, in der Gegend. Was genau ist das Regenerat? Das Regenerat ist das wahre Tribunal. Die Daedra, die das Volk der Dunmer segnen. Azura, Mephala und Boetia. Wir nennen sie das wahre Tribunal, weil sie ihren Platz in unseren Herzen von dem falschen Tribunal zurückerobert haben. Interessant auf jeden Fall. Das falsche Tribunal? Sotasil, Almalexia und Vivek repräsentieren Wesen, die durch ihre Taten die Herzen der Dunmer gewannen, sie aber blendeten. Das waren Verirrungen, falsche Propheten. Sie nutzten ihren Status als Helden, um das wahre Tribunal vor unseren Gedanken zu verbergen. Aber nun, da sie vernichtet wurden, kann das Licht endlich auf das Haus des Regenerats scheinen. Okay, also ein falsches Tribunal, Leute, die mit falschen Versprechungen quasi die Leute mehr oder weniger an sich binden wollten. Und offenbar ein wahres Tribunal, das Regenerat, das sogenannte Regenerat, was hier vielleicht dann doch wieder gute Arbeit leistet. Ja. Ältester Othrelodge, wie bestatten die Dunmer ihre Toten? Die Dunmer begraben ihre Toten nicht und lassen sie auch nicht in einem Steinsarkophag verrotten. Stirbt ein Dunmer, wird seine Leiche dem Feuer überantwortet, damit er wieder zu der Asche wird, aus der er entstanden ist. Die Dunmer glauben nicht, dass der Tod das Ende ist. Wir glauben, dass er der Anfang ist. Schöne Legende, mehr oder weniger. Was heißt Legende? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, keine Ahnung. Man weiß jetzt einfach nicht, was nach dem Tod kommt. Ja, letzten Endes, aber finde ich, ist doch ziemlich hoffnungsvoll und auch ziemlich kraftgebend letzten Endes, wenn man jetzt unbedingt irgendwas zum Glauben braucht, wenn man nichts anderes hat, dass man dann sich dann in letzter Instanz ja dann doch an sowas klammern kann. Was heißt klammern? Das ist auch, man hat auf jeden Fall dann einen Glauben, muss vor dem Tod keine Angst mehr haben. So, ich denke mal, so ist es ganz gut erklärt, während hier die Fackel jetzt so schön ausgeht und wir keine Fackel mehr haben. Ja, Leute, das ist nicht schön. Ja, trotzdem. Wir sprechen mal weiter mit Ältester Othrelot. Kennt ihr jemanden namens Miraak? Klingt wie etwas aus einem Traum. Und doch könnte es mehr sein. Seltsam. Was für ein Traum? Ich erinnere mich an einen Tempel auf Solstheim. Und dass ich auf dem Bau gearbeitet habe, es war kein angenehmer Traum. Alles klar, also es gibt einen Tempel, noch einen weiteren Tempel, wo wir vielleicht stehen müssen. Alles klar, Ältester Othrelot, danke für das Gespräch, danke für die Infos. Seid vorsichtig, du hast nicht so vielleicht eine Fackel irgendwo, ne? Nein, das ist nicht gerade angenehm, hier im Dunkeln rumzulaufen. Ich frage mich aber auch, wo ich jetzt die Fackel noch herkriegen soll, ne, Leute? Wen haben wir denn hier? Galtros Helerfu? Wir reden mal mit ihm. Verzeiht, aber der Tempel ist nur für die Gläubigen. Fremdlinge sind hier nicht willkommen. Naja, Glauben halt, ne?
Kennt ihr jemanden namens Mira'ak? Mira'ak? Das kommt mir sehr vertraut vor. Nicht jemand von hier, sondern... Ich komme nicht darauf. Kennt ihr ihn oder nicht? Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß, ich habe den Namen schon einmal gehört, aber es kommt mir nicht real vor. Ergibt das einen Sinn? Naja, ob das Sinn ergibt oder nicht, ich meine, dass es hier nicht real vorkommt oder irgendwo surreal vorkommt, das ergibt nicht unbedingt Sinn im Moment. Aber ich meine, man kann ja letzten Endes doch Leute schon mal getroffen haben, Namen schon mal gehört haben und letzten Endes dann nach einer relativ langen Zeit nicht mal wissen, wo man diese Namen dann hinordnen oder zuordnen soll. Ja, Galtrussel, ja, Leru, danke für die Infos. Ungläubige sind hier nicht willkommen. Ja, ja, das hast du schon mal gesagt. Leg dich wieder hin zum Schlafen. Und dann ist gut. Ich schau mal da oben, ob wir da nicht irgendwo eine Fackel mitnehmen können. Ich weiß es nicht, Leute. Mensch. Hier ist das auch so dunkel. Wir haben auf jeden Fall diese Sicht hier. Schlüssel. Tempel, Ancestral, Tomb. Ja. Ich hoffe mal, dass es... hallo? Ich hätte gerne meinen Schuld. Danke. So, ich hoffe mal, dass es so relativ hell bleibt, dass wir halbwegs irgendwas sehen können. Und mir fällt gerade was auf. Wo ist denn Stenwa hin? Wo ist denn der Stenwa hin? Hallo? Wo bin ich denn jetzt? Ich denn jetzt, Leute? Nee, komm, raus hier. Ja. Hallo? Ja. Okay, das ist schon mal nicht gut gewesen. Definitiv nicht gut gewesen. Und ich frage mich gerade, warum ich mich so extremst langsam... Ja, jetzt regeneriere ich mich wieder. Aber ich frage mich auch, wo Stenwa ist. Wo ist der gute Herr denn hin? Also, das geht so mal gar nicht. Ja, und Stenwa ist weg. Stenwa, hallo. Ja, übrigens dort. Ja, aktueller Standort. Da müssen wir auch hin. Also wir müssen tatsächlich in den Tempel rein, denke ich mal. Allerdings wisst ihr was, Leute? Ich weiß nicht, wo der gute Herr hin ist. Wir gehen mal zum Boot. Vielleicht heilen wir uns erstmal. Habe ich schon auf der 7 gelegt. Alles klar. Auch so heilen? Ne, kann ich natürlich nicht. So. So, Kapitän Gerlon kümmert sich hier ums Geschäft. Ich bin nur ein Maat. Ja, ja, und wo ist wenn er? Wenn ihr nach einer Überfahrt sucht, sprecht mit Kapitän Gerlon. Ja, wenn du mir verraten würdest, wo der ist, dann würde ich das auch machen. Oder ist er das hier? Was wollt ihr? Ja. Wie lange fahrt ich schon als Kapitän zur See? Ich segle jetzt schon fast 20 Jahre mit der Nordmaid über das Geistermeer. Vielleicht ist es jedoch angesichts dessen, wie die Dinge hier laufen, an der Zeit, mir einen neuen Heimathafen zu suchen. Okay. Ja, kann man nachvollziehen irgendwo. Aber ich möchte eine Überfahrt zurück nach Himmelsrand. Kommt mir nicht gerade ungelegen, von hier zu verschwinden. Ich muss jedoch trotzdem auf eine Bezahlung bestehen. Versteht sich. Okay, 250 Goldstücke kostet uns das. Wir machen das jetzt einfach mal. Leute, wisst ihr auch warum? Wie gesagt, Stenwa, den vermisse ich irgendwo. Mir ist es jetzt aufgefallen, dass er weg ist. Ich weiß nicht, seit wann er weg ist. Nicht, dass er nämlich weg ist, seitdem er hier in Solstheim angekommen ist schon. Und wenn wir zurückkommen, ist er vielleicht da. Keine Ahnung. Lasst es uns einfach mal rausfinden. Nun, dann macht es euch bequem. Ja. Auf geht's zurück. Zurück nach Himmelsrand und vielleicht dann doch erstmal dort an den Quests weiterarbeiten. Vorausgesetzt, Stenwa, unser Begleiter, ist wieder da. Das ist nämlich dann die nächste Frage. Die Nordmaid ist seetüchtig und abfahrbereit. Guck, was wird das denn jetzt? Offenbar ist er nämlich nicht da. Wo ist der? Die Nordmaid ist seetüchtig und abfahrbereit.
Ich war noch nie ein großer Windhelm. Deprimierend. Ja. Deprimierend und so weiter und so fort. Kaiserlichen Glauben, dass wir gesetzlose Bestien sind. Das ist definitiv nicht gut, ja. Hier. Schnellreise nach Windhelm, ja, danke. Normalerweise sind die Begleiter ja dann auch direkt wieder da. Ja, Leute, sorry, ne? Falls es jetzt zu lange dauert, bis ich den Begleiter finde, werde ich natürlich... alles klar, da ist er schon. Ich wollte gerade sagen, wenn es zu lange dauert, bis er wieder da ist, werde ich eine Cut setzen, aber brauche ich in dem Moment nicht. Stenmar, kommst du mit? Warum läuft er nicht? Ihr wart ein guter Freund für mich. Das klar. Gebt mir so viel Gold, wie ihr möchtet. Ist mir da klar. Das Gold wirst du natürlich nehmen und abhauen, ne? So, was haben wir denn jetzt, was wir ihm vielleicht noch andrehen könnten? Wahrscheinlich gar nichts. Ich meine, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte einfach nochmal schauen, was er jetzt hat. Können wir ihm vielleicht hier noch irgendwas andrehen erstmal? Eher nicht, ne? Noreleons Mixtur, ja. Kratte der Drachengräber und so weiter und so fort. Okay. Nach euch. Ja, du kommst mit, ne? Hoffentlich kommt er diesmal auch tatsächlich mit. Nicht, dass er der faule Sack da drinnen bleibt, ja, und wir uns jedes Mal wundern, wo er hingeht. Beziehungsweise, wohin er verschwindet. Stenwart, alles klar, da bist du, ja. Okay. Ja, hier würde runterfallen, glaube ich, nicht so gut sein. Die Dunmeer nehmen ihre Gebräue gerne im Neugnieses-Club zu sich. Alles klar, warum sorry, sie dass diesen ich jetzt Ort nicht einfach Taverne dir nennen, nicht wirklich zuhöre. Ich verstanden. Kannst du hier nicht mal irgendwo hoch? Nichts als Pferde. Den ganzen Tag. Wisst ihr überhaupt, wie langweilig Pferde sind? Pferde sind gar nicht langweilig. Was redet die denn da für ein Stoß? Ja, wir gehen mal hier lang. Die Fackeln können wir auch nicht nehmen. Das hätte ich gesagt, klau mal einfach mal ein paar Fackeln hier. Das ist ein bisschen schade. Was haben wir denn hier? Einen Kleiderschrank? Okay. Bergmannsstiefel, ja, könnte behalten. Tatsächlich frage ich mich, wo die Fackeln hin sind. Nach wie vor. Tja. Moment, da lag ein Buch. Eis und Chitin. Leichte Rüstung verbessert. Sehr, sehr schön. So geht das natürlich mit den Büchern. Ja, ihr wisst Bescheid. Einfach auf Pause drücken, wenn ihr wissen wollt, was drin steht. Ich denke mal, das ist vollkommen okay. Ah, okay, alles klar. Da ist das Ende des Buches. Moment mal. Nehme. Achso, kann man einfach so nehmen. Ist noch nicht mal als Stirn markiert. Das ist schon mal gut. Dann nehmen wir das auch direkt mit. Ja, hier ist... Da kommen wir her, ne? Da kommen wir her. Hier ist noch ein Schrank. Da schauen wir auch direkt rein. Händlerkleidung. Ob wir uns mit dieser Kleidung irgendwie tatsächlich verkleiden können. Also insofern verkleiden, dass wir... Dass wir vielleicht das ein oder andere, den ein oder anderen Vorteil für uns haben. Ich schau mal ganz kurz auf die Karte. Wir sind hier drüben im Übrigen. Moment, ich will. Ja, da. Nee. Ich will jetzt nicht hier irgendwo runterfallen. Sonst will ich jetzt auch nicht hier festhängen an so einer Kante. Danke. So. Ich hoffe, wir werden uns eines Tages besser kennenlernen. Ich kann verstehen, warum es dem Norden Himmelsrand gefällt. Ja. Ist auch schon klar. Okay, Leute, dann gehen wir erstmal in Richtung, wie hieß denn jetzt die Höhle? Ja, in Richtung verlorene Höhle, genau. Zack. Nee, warte mal. Moment. Wir können ja... Haben wir jetzt hier eine Quest markiert? Das... Dann nehmen wir mal raus und dann... Wo haben wir sie denn? Nee, halt. Moment. Das weiße Fläschchen hier. Zack. Und dann ist er nämlich schon markiert. Dann können wir das nämlich auch direkt hier, genau, in die Richtung. Ist ein bisschen einfacher, kurz den Kompass einzuschalten und nachzuschauen, wo es denn letzten Endes lang geht. Ja, hier waren wir noch gar nicht, Leute. Das ist, also ich zumindest nicht. Das ist auch mal interessant zu sehen, dann, wo es jetzt hier noch lang geht, was es hier noch alles gibt. Okay, da oben eine Statue. Talos?
Fragezeichen. Ich meine, wenn ich mich richtig zurückerinnere, müsste das Talos sein, der da oben steht. Also, die Statue da oben müsste von Talos sein, so rum, ne? Also, das ist ein Talos höchstpersönlich. Wäre ein bisschen seltsam, wenn er das wäre. Und da drüben ist auch die Frage, ob es dort noch irgendwas gibt, Leute. Ich habe euch ja gesagt, auf der Karte sieht so aus, als ob da noch irgendwas sein könnte. Bevor wir darüber gehen, hier ist eine Ziege. Granatstein, ja, alles klar. Das ist natürlich das, was eine Ziege immer bei sich hat. Wir nehmen das einfach mal alles mit, was die Ziege uns hier anzubieten hat. Ich weiß nicht, ob wir schwimmen können. Vielleicht mal eben, zack, speichert. Da sind Fische. Okay. Ja, alles klar. Manchmal doch recht seltsame Texturen hier, aber das macht nichts. Ja, als Vampir immer noch bei Dark zu reisen, ist keine gute Idee. Wenn man kämpfen muss. Nach wie vor nicht. Allerdings ist es mir gerade mal wurscht, denn wir haben auch keine Fackel, dass wir jetzt großartig jetzt bei Nacht unterwegs sein könnten. Okay, hier hinten scheint dann nichts zu sein. Ne, hier scheint tatsächlich nichts zu sein. Okay, das heißt, wir sind einmal für umsonst hier lang gelaufen. Oder ist hier... Ein Cunning. Ja. Nehmen wir natürlich mit. Nur, ja, nicht zum Vergnügen. Ja, wir töten nicht zum Vergnügen. Nein. Das ist natürlich zum Überleben. Irgendwas zu essen brauchen wir schließlich auch. Ja, die Tierschützer müssen sich jetzt hier nicht angegriffen fühlen. Oder die Leute, die auch so Cunnings richtig süß finden und vielleicht sogar als Haustiere haben. Leute, ich sag euch was. Wenn ich einen Cunning als Haustier hätte, ich würde trotzdem hier im Spiel, wenn es notwendig wäre, die Cunnings umbringen und die Keulen dann braten oder roh essen, je nachdem. Ja, roh essen nicht unbedingt, aber... Braten und dann futtern. Schauen wir mal ganz kurz in die Richtung. Weil dort noch irgendwas zu sein scheint. Ich weiß noch nicht was. In die Richtung. Ja, alles klar. Wir schauen erstmal hier lang. Und stellen fest, dass dort ein Wasserfall ist. Ja, das ist klar, bei dem Wasserfall. Ja, ich schaue mir auch bei solchen Orten gerne mal an, ob da irgendwas da ist, drunter ist, dahinter ist. Denn man weiß es nicht so genau, aber lustig auch, dass gerade mal hier der Dom kurzzeitig weg war. Ja, offenbar ist das nicht der Fall. Okay, dann können wir eigentlich hier hochgehen. Schneebären, ja, dann Ziegen. Wo? Assassiner. Ja. Wo kommt der denn her? Ganz ernsthaft, Leute. Wo kommt der her? Zack. War mal schön ein Finishing Move von hinten. Der war da aber gerade noch ein zweiter, oder? Habe ich mich gerade getäuscht. Ein Assassiner. Warum will der uns umbringen? Notiz des Assassinen der dunklen Bruderschaft. Oha. Oha, Leute. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Gift nehmen wir mit. Gold stecken wir ein. Das stecken wir auch ein. Und das orkische Schwert kommt. Das nehmen wir auch mal mit. Ja, der gute Herr steht auf Zweihandwaffen. Ich glaube, das orkische Schwert ist keine Zweihandwaffe. Wir schauen trotzdem mal ins Inventar rein. Zunächst mal hier. Waffen, Waffen, Waffen. Wo ist es denn? Das orkische. Da ist das orkische Schwert. Schaden 18. Unseres macht 22. Ist tatsächlich eine Einhandwaffe. So, nichtsdestotrotz haben wir von ihm Kopfgeld. Kopfgeld? Notiz der Assassinen der Dunklen. Des Assassinen der Dunklen Bruderschaft. Wir lesen es uns mal durch, Leute. Beziehungsweise, ich lese es auch mal vor an dieser Stelle. Wie befohlen, sollt ihr Dracoart um jeden Preis umbringen. Das schwarze Sakrament wurde vollzogen. Jemand möchte diese arme Person tot sehen. Wir haben bereits eine Bezahlung für den Auftrag erhalten. Ein Misserfolg kommt nicht in Frage. Astrid. Ja, herzlichen Glückwunsch. Irgendjemand hat dieses Sakrament auch ausgeführt, weil er uns tot sehen will. Die Frage ist wer, und ich schau mal gerade hier. Kopfgeld. Okay, alles klar. Wisst ihr was, Leute, das werden wir uns vielleicht beim nächsten Mal mehr oder weniger mit zu Gemüte führen. Beim nächsten Mal werden wir auch hier weiterlaufen. Fakt ist, uns jemand will jemand tot sehen. Wahrscheinlich nicht nur einer, sondern wahrscheinlich mehrere. So wie das aussieht. Aber mit dem Problem müssen wir uns wohl in den nächsten Folgen beschäftigen. Beziehungsweise wahrscheinlich noch wesentlich länger abwarten, bis wir da überhaupt mal dahin kommen, in diese, ja, zu den Auftraggebern hier. Ich weiß es nicht. Werden wir mal
Das werden wir schauen, irgendwann demnächst. Beim nächsten Mal werden wir dann direkt Richtung diesen Fläschchen gehen. Diese Quest wenigstens versuchen zu verenden. Ich hoffe, das kommen wir dann auch so weit, wenn es da nicht zu dunkel ist in der verlorenen Höhle. Abwarten, Leute. Jedenfalls sind wir in diesem Part schon am Ende angelangt. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wenn dem so ist, ihr wisst Bescheid. Ein Däumchen nach oben und schaltet doch bitte wieder ein, wenn es weitergeht. Let's play The Elder Scrolls von Skyrim. Bis dann, Leute. Ciao.